Hi Filmfreunde, heute ein neues Unboxing-Video von VHS 82, diesmal ganz frisch vom Postboden gekriegt. Ich war leider heute früh selber nicht da, aber meine liebe Frau, die hinter der Kamera steht, hat es entgegengenommen. Und zwar, das kommt heute aus Österreich, von D&T Mail Order aus Neudörfel. Ja? Und da gucken wir jetzt mal rein, was da Schönes drin ist. Es ist recht dünn und ich bin gespannt, was da Feines, Lustiges enthalten. Hier mal die Schere. Hier ganz neu. Nicht werfen. Ich mache hier mal auf. So. Und reiß das hier mal auf. Mit etwas Gewalt. So. Und nicht schummeln hier, gell? Das mache ich selber. Ich muss zuerst gucken, was es ist. Oh! Also erstmal hier was ganz Leckeres. Brause, oder zumindest. So, und ich habe hier ein Mediabook. Das nennt sich Inside. Was sie will, ist in dir. Das ist das Cover B. Und hat DVD und Blu-ray an Bord. Ah, nee, das ist Cover C, Entschuldigung. Ist auf 1000 Stück limitiert. Ist ab 18 Jahren dieser Film. Ich will nicht zu viel verraten, es geht auf jeden Fall, was im Bauch einer Frau ist, will die andere Frau haben. Und ja, ich habe den schon mal gehabt, diesen Film, auf DVD. Den habe ich dann verkauft und jetzt nochmal in einer wunderschönen limitierten Collectors Edition von NSM als Mediabook. Da ist Audiokommentar mit drauf und Making-of, Interviews, Kinotrailer und ein 12-seitiges Booklet mit Text. Okay, die Blu-ray-Version geht 83 Minuten und die DVD-Version 79 Minuten. Der Film ist ungeschnitten. Gott sei Dank, sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Und jetzt machen wir ihn mal auf. Ich habe leider keine Fingernägel mehr, aber es geht trotzdem. Und mal schauen, was uns das Schönes im Inneren erwartet. So, nochmal hier von vorne nochmal das Cover. Schaut sehr amüsant aus. Meine Frau schüttelt wieder den Kopf, aber das ist nicht wahr. Hier halt eben jetzt hier die Blu-ray. Was dahinter versteckt ist, das ist etwas unscharf, man erkennt es leider nicht. Hier nochmal auf Französisch, das ist ein französischer Film, Horrorfilm. So, dann tun wir mal durchblättern. Ja, man sieht schon, es ist kein leichter Streifen zum Anschauen, dann muss sich im Film schon auch mögen. Ja, man sieht hier schon die festgetackerte Hand mit der Schere. Sieht sehr amüsant aus, meine Frau hat wieder den Igitt-Gesichtsausdruck aufschlagen. Sehr viel Hintergrundinformation wieder. Ein intensives Blutbad. Also man sieht ja schon lauter schöne Gesichter. Ja, also ich finde den Film sehr gut. Und hier nochmal die letzte Seite. Und auch hier schon mal, was da drunter ist. Das heißt hier die DVD-Version. Und auch, ach, hier sieht man mal die Schere, die an der Wand steckt. Leider, muss ich zugeben, ist dieses Mediabook nicht nummeriert. An der Limitierung, das ist sehr schade. Aber ansonsten im Großen und Ganzen ein sehr schönes Steelbook, Entschuldigung, Mediabook, ich verwechsel immer Mediabook und Steelbook, weil es so viele bei mir sind, die rauskommen, deswegen tut es mir leid. Ich hoffe, euch gefällt das Unboxing-Video wieder von mir. Die nächsten Vorstellungen für die nächsten Editionen sind schon soweit fast fertig. Und abonniert mich hier. Schreibt was in die Kommentare rein, ich würde mich sehr freuen über Feedbacks von euch. Auf Wiedersehen, schönen Abend euch noch. Ciao.